Hallo, willkommen zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zu Aerith. Auf die anderen Sidequests lege ich jetzt gerade nicht so viel Wert. Wir machen einfach mal mit der Hauptstory weiter. Cloud, hier warst du also! Tifa ist... Alleine schaffe ich das nicht! Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey Cloud, darf ich dich Bruder nennen? Nein. Bruder. Also, echt dufte, ja, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Er sagt ja noch dufte. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickli-pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon, ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aerith, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Bonnie ist so krass hyperaktiv. Das ist sehr anstrengend. Okay. Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aerith. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Ja, das hat ja nicht viel gebracht. Warum haben wir nochmal auf Johnny gehört? Hey, Platz da! Wir sind doch hier nicht im Zoo! Verschwindet! Wie ausgewechselt. Angeblich steht Corneo auf so eine Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel, so bauschig. Ach, wirklich? Hey, Cloud! Oh. Entschuldige. Übrigens, Aerith, hat er dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hm?
Wer das wohl sein mag. Ich würde ja mal auf Anjan tippen. Nur so eine Idee. Also in dem Fall hier, bei dem Run hier, hat jetzt Aerith ein anderes Kleid an, als ich das Spiel zuvor gespielt habe. Das heißt, ich habe gewisse Antworten anders gegeben und somit ist ihr Kleid auch anders. Aber wie gesagt, da gibt es ein Achievement für, wenn man alle Kleider hat. Für Aerith, Tifa und Cloud, glaube ich. Aber ganz sicher weiß ich es auch nicht mehr, ob das für alle drei Personen sein muss oder nur für Cloud, da bin ich mir nicht sicher. Mal gucken, was wir für ein Kleid kriegen. Ja, Spoiler, wir werden auch als Frau an der Brautschau teilnehmen. Aber das kennen wir noch aus dem Original, da war das ja auch so. Hier sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen, um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch Tifa befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Na, wenn du das sagst, Aerith. Dann probieren wir mal, bei Anjan zu punkten. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird Sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dort hinten. Jetzt kommt ein Part, der ist richtig geil. Also ich finde es sehr geil gemacht. Da weiß ich halt nicht, ob das im Original auch so war. Ich glaube nicht. Wir haben Sie schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. So, jetzt müssen wir das Tanztutorial machen. Sekunde. Muss mal kurz husten. Drücke die Tasten passend zum Rhythmus der Musik. Wenn sich Felder und Rhythmuslinien überlagern, bei einem perfekten Abschluss erhältst du möglicherweise ein Souvenir. Was? Perfekt. Großartig. Nur einen habe ich versemmelt. Aber das kann doch nicht Ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Noch einmal üben? Nein. So, jetzt wird's ernst. Hier geht es entlang. Cloud, schön dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wir möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt. Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Hm?
sweet here at the Honey Bee, and every moment is a treat. Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir? Sollst du haben? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Sehr schön, wie ergreifend. Also gut, ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja, dann lasst uns die Show beginnen. Oh.
Wahrheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Leg all deine Ängste ab. Großartig. Da habe ich doch einen versemmelt. Aber naja, diese Tanzübung mit Anjan, beziehungsweise dieses Tanzduell, das ist jetzt auch nicht so einfach. Jetzt sind wir Arif. Wir haben das schwarze Kleid bekommen. Ich hatte vorhin ein blaues. Hör bitte auf. Kein Wort. Nur eins. Nein. Aber du bist so süß. Du bist so süß. Du bist so hübsch. So, wir haben jetzt Anjans Empfehlungsschreiben und seine Ohrringe ebenfalls bekommen. Jetzt können wir uns der Rettung von Tifa widmen. Ich fand das im Original so geil und das haben sie jetzt hier im Remake einfach so ultra geil hinbekommen mit dieser Tanzshow. Die Musik war auch sehr geil, finde ich. Also, obwohl es jetzt nicht so mein Musikgeschmack ist, was ich täglich hören würde, aber an sich geil gemacht. Macht halt echt Spaß. Nur ich musste halt wegen den Achievements so oft machen, dass ich es dann immer nicht mehr sehen konnte. Aber gut, wir haben ein Empfehlungsschreiben, wir haben ein Kleid. Wir sind bereit, Tifa zu retten. So. Hallo, ich habe ein Empfehlungsschreiben und ich bin eine Frau. Du bist doch. Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M. und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch. Na gut, dann rein mit euch. Danke sehr. So, in den heiligen Hallen des Dorns. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Keine okay. Besichtigungstouren, kapiert Mädels? Ja, ja. Wird schon. Die Empfehlung von Madame M. Erste Sahne. Die Empfehlung von Anja. Er hat Geschmack. Das Zimmer ist da hinten. Dalle! Lass mich nicht. Ich lauf doch schon. Ich bin eine Lady. Schlafgas. Schnell raus hier. Verdammt. Cloud. Hauptsache, dass es damit auch funktioniert. Für dich ist er nicht gut. Ich bin unchristlich. Wir bringen euch jetzt mal zum Ruheraum. Da könnt ihr hübschen euch etwas holen. Ja, dann lasst uns ja losgehen. Wo bringt ihr uns hinten? Vorsicht, pass auf, dass ihr nicht hinkommt. Etwas sagt doch bitte. Bin ich doch mal. Das war so ein Cameos-Gäste. Wenn denen was zusteht, macht der Hackfleisch aus uns. Weiß ich doch selbst. Diesmal ist die Auswahl aber echt allererste Sahne, oder? Geht es dir gut? Ah! Tifa! Ja? Alles okay? Ein Glück. Also... Bist du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Aris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa.
Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist gefährlich. Nein, ich habe doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Hm. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tifa! Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud? Wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aeris, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nichts sagen. Aha. Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. So, jetzt sind wir wieder ein Dreier gespannt. Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Allerdings. Das blaue Kleid von Tifa ist halt echt knapp, ne? Aber bisher noch gar nicht gesehen. Bei mir hatte sie letztens mal ein schwarzes, glaube ich, an. Guten Morgen, meine Damen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Ja, ich würde gerne noch bei diesem Automat was kaufen. Was geht los? Was ist denn in dich gefahren? Kaufen Gegenstände. Einmal den Dawn of the Slums. Dann gibt es hier Megatränke zum halben Preis. So, eine Phönixfeder auch noch. Dann geht's los. Da wir hier gerade die Möglichkeit haben, würde ich nochmal gerne auf die Ausrüstung schauen und auf die Materia. Tifa hat noch zwei Slots frei. Jetzt sie hat Barriere. Dann hat sie noch Frost und Behandeln. Glaube, ich würde ihr gerne noch was geben. Luft vielleicht noch. Und wir brauchen auch nochmal vielleicht eine Heilmaterie, habe ich keine mehr, glaube ich. Effektives Blocken, provozieren, Meister der Gegenstände, Gegenstandseffekt im Kampf plus 30, Autovita. Und Kengashi. Ausweichrundumschlag, Magieboost. Genau, ich glaube, Tifa braucht auch noch einen TP-Boost. Ich habe leider keine mehr. Stehlen haben wir auf maximal. ATB-Boost ist nicht schlecht, das nehmen wir noch mit rein. Weil uns erwartet auch demnächst ein Kampf. Deswegen besser vorbereitet sein. Ah, Sekunde. Eine Sache fehlt mir noch. Waffenmodifikation, da hat nämlich Tifa. Nee, okay. Cloud hat aber noch. Hartklinge, 65 Stück. Stimmt, die Hartklinge habe ich noch gar nicht aufgelevelt. Das wollte ich eigentlich offscreen machen. Na, ist egal, ich mache das jetzt schnell. Gut. Nicht, dass wir dann im Kampf stehen und ich merke dann irgendwie, dass ich keinen Schaden austeile. Das wäre es dann. Ach, Aerith hat auch noch was. Beim Silberstab. Stab. Dann mal den Silberstab noch ein bisschen gelevelt. Was haben wir denn hier noch? Windelementar und Feuerelementar. Können wir hier noch was wählen? Magische Attacke plus 10. Längere Buffs. Magische Attacke plus 10. Dann nehmen wir mal das. Okay. Wir sind bereit. Dann gehen wir mal nach oben.
aus diesem gruseligen Keller hier raus. So, meine lieben Mädels, dann reiht euch mal schön auf. Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht? Egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich. Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Don Corneo. Eisnecken. Sehr schön. Entzückend. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Hahi, hahi. Oh. Dich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's! Ich weiß, wen ich nehme! Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Hey, wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön. Du bist ein Falke. Wer dir die Flügel schon stutzen? Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz. Oh ja, die Widerspenstigen mag ich besonders. Oh, komm schon. Die anderen zwei überlasse ich euch. Yeah! Sauber! Sag, welche nimmst du mal? Ich die hier. So, wildes Fältchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Du brauchst dich wirklich nicht zu zieren. Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Yeah! Diese Masche ist neu. Mehr davon! Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Abschaum. Mach mir noch mehr Komplimente. Hey, ihr Nasen. Wir haben hier Gäste. Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau. Don, hurra! Also dann, meine Damen, sind Sie bereit? Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tifa? Vielen Dank. Also schnell und dann ab zu Cloud. Ich kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Gott! Miststück! Warte! Hut ab, Aerith! Hättest dich mal sehen sollen! Ramjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück. Oh, vielen Dank!
So, Cloud hat die Gruppe verlassen und wir spielen jetzt mit Aerith und Tifa. Aber ich würde sagen, wir retten Cloud in der nächsten Folge von Final Fantasy VII, dem Remake. Ich hoffe, das Spiel macht euch weiterhin Spaß. Falls ja, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wieder einschalten bei Final Fantasy VII. Bis zum nächsten Mal.